Willkommen bei Fahrradio, Le Radio de Vélo, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans. Und meiner Thomas. Heute ist Dienstag, der 14.05.2003. Und wir sitzen beide am Computer, fernverbunden über eine ungedrosselte DSL-Leitung oder über zwei. Und sprechen über die neuesten Entwicklungen im Mobilitätsbereich. Mhm. Mhm. Genau. Klingt das gut? Ja, klingt gut, aber da muss noch mal ran. Also es müsste noch besser kommen und so. Du meinst mehr Bereich und sowas, ja, rein? Ja, mehr Bereich und mehr Situation eventuell auch noch. Und aber zur Erreichung unserer Ziele ist doch vielleicht die Bereichsauswahl ganz gut, also dass ich dieses Wording da verwendet habe. Ja, das muss halt authentischer kommen. Mhm. Okay. Also was heißt Authentizität? Geht ab. Dann nehme ich mir als Takeaway fürs nächste Mal mit, dass ich das umformuliere. Vielleicht? Ja, eventuell, das solltest du vielleicht machen. Mhm. Wobei ich habe ja heute auf einem zauberhaften Plakat den Herrn Dr. Oliver Welke gesehen. Dr. Oliver Welke gesehen, der sagt, dass die Bildung überbewertet wird. Aha. Hast du die schon gesehen? Nee. Die Plakate von Zukunft durch Freude oder Zukunft durch Fernsehen. ZDF. Schade, das haben wir gar keinen Pick machen können, aber das ist wirklich schön. Ich bin ja begeisterter ZDF-Gucker. Komme ja schon bald in das Altersniveau. Aber den Herrn Welke, den mag ich. Und die haben überall Plakate hängen. So zur Wahl. Ach, genau, ich hab auch den Dings, den Erwin Belzig, habe ich auch gesehen. Ja, der will wohl auch irgendwas. Ja. Der hat, wählen Sie politisch unkorrekt, heißt die Kampagne. Und die ist wirklich schön, finde ich. Sie sehen einen Wahlwerbespot der Partei Zukunft durch Fernsehen, ZDF. In Zeiten wie diesen, braucht Deutschland... aus dem Volk. Einer von uns. Ein, der Entscheidungen trifft, dazu steht. Wir brauchen knallharte Macher. Mit Rückgrat. Mit Tiefgang. Und ganz, ganz klaren Worten. Aber Hans, niemand will uns jetzt hier gucken, hören und kichern hören. Okay, aber ja, na gut, aber wenn. Ich meine, die riechen ja auch nicht. Ob die Füße und die Pupse und alles. Also, nee, das sollen sich die selber angucken, ne? Okay, Zukunft durch Fernsehen. Bin ich dafür. Ja, wobei am ZDF gibt es auch noch Potenziale. Ja, wobei sie in einem Bereich schon ganz, ganz weit vorne sind und da kommen wir aber später noch drauf. Ja, das ist wirklich toll. Erinnere mich dazu beim Thema Schuhe daran. Schuhe und ZDF, bei manchen klingelt es da vielleicht schon. Schuhe und ZDF, klingeling. Palim. Wusstest du, dass Palim 500 Mark gekostet hat? Nee. Doch, da ist nicht vom Didi. Weil Fips Asmussen hat sich ja irgendwie beschwert und so. Keiner kennt den mehr außer natürlich, er hat irgendwie mit Heinz Strunk zu tun, der auch bald mal wieder in die Stadt kommt. Immer noch ein schön, also durchaus empfehlenswert. Fleisch ist mein Gemüse, jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, oder? Keine Ahnung. Möglich, ja. Es läppert sich alles irgendwie, vielleicht sind es auch erst 5. Aber ja, also der Didi Hallervorden, der wohl im echten Leben ein echter, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne jemanden, der ihn kennt und er hat gemeint, er ist so, wie die Leute sagen, dass er ist. Also
schaut man vielleicht doch lieber einfach seine Filme an, als ihn kennenzulernen. Aber er hat gesagt, nö, klar, Palim Palim ist nicht von ihm, aber er hat es auch nicht geklaut, er hat es bezahlt, 500 Mark. Mhm. Wie, also der Witz mit der Pommesflasche? Ja, mit der Pommesflasche. Also nicht nur das Palim Palim, sondern alles. Nee, der Gag mit der Pommesflasche. Ich meine, 500 Mark, das waren früher anders. Also ich meine, das war, wann war das? Palim Palim. 72 oder so. Nee, etwas später, das hatten ja wir schon geguckt. Naja, und da war es ja schon gebraucht. Also vielleicht... Nee. Wir waren Erstseher. Aha. Mit 8 oder so. Also dann nehmen wir hin. Ja. 76, 77, irgendwie sowas. Na, ich habe es jetzt bei YouTube hier gefunden. Palim, Palim. Und läuft schon? Ich sehe sie vor mir. Kurt Schmidtchen und Dieter Hallervorden. Ist das langweilig, komm. Palim, palim. So, gesichert und in unserer YouTube-Playliste Fahrradio-Fundstücke für Leute, die weiter gucken wollen. Überhaupt, also auch von meiner Seite unbedingt empfehlenswert. Der Schlief, Film, schlief die Schneuz? Ja, natürlich das. Und der in Spielfilmlänge dann Didi, der Doppelgänger. Ich brauche mehr Details. Ich brauche mehr Details und auch mit sehr vielen Fahrradszenen drin. Also, ja, mit wilden Verfolgungsjagden zwischen Citroën DS beziehungsweise, wie hieß die Gangsterlimousine? Traktion Avant und einem 11 CV. Ja, oder 15, weiß nicht. Also jedenfalls mit so einem, also eine Perle der Fernsehunterhaltung. Gequarzt wird am laufenden Band natürlich. Ach, das Quarzen. Ja. Aber ist auch thematisiert in der Sendung, ne? Ja. Also im Film. So. Ich trinke das mit dem Quarzen, das ist ja nicht mehr so populär, aber Wein und Alkohol ist schon noch populär, ne? Ja. Ach so, ja. Hast du heute ein Spezialgetränk? Ja, 2011er Primitivo. Mhm. Von Rewe? Nicht von Rewe, nein. Ich gebe doch all mein sauer verdientes Geld für Bio und Öko aus und achte sogar beim Deo drauf, dass es vegan ist mittlerweile. Kann man sich das vorstellen? Ja, sehr gut. Aber wie geht veganes Deo? Und Neulich habe ich ja wohl gelesen, also ich habe ja... Also ich glaube ja, dass vegan das neue Öko ist, weil mein Öko sind sie ja alle mittlerweile. Also muss man da schon noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja zum Beispiel so, dass Wein ist ja oft nicht vegan, weil zum Klären verwendet wird. Das kenne ich. Ja. Aber es gibt natürlich auch militante Sachen und Sachen, die echt schwierig sind und wo man sich dann denkt, Es ist einfach nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, irgendwie gerecht zu bleiben und irgendwie Maß und Ziel alles. Und ein anderer Allgemeinplatz, bitte nenne einen Allgemeinplatz. Nämlich der Menschenverstand. Ja, zum Beispiel. Weil es ist wohl so, dass diverse Bieretiketten halt irgendwie auch mit Knochenleim oder sowas, wo der Klebstoff gemacht ist. Und so Naturleime zum Beispiel von Ökoschreinern ist ja Knochenleim. Mist. Nicht vegan. Ne? Jetzt kann man sagen, nach dem in Schwaben ja hinlänglich bekannten EDA-Prinzip, das Zeug ist ja EDA, kann man es auch verwenden. Aber ja, entweder Natur oder Pronal. Bisschen. Naja, auf jeden Fall,
Bio in Ordnung und alles, und aber wenn es mal nicht hundertprozentig vegan ist, dann halt nicht. Dann ist er halt gestorben. Irgendeiner ist gestorben. So, jetzt haben wir wieder einen Hörer verloren. Thomas. Was für einen Tierliebhaber, oder? Jawohl. Das ist ja in den... Hast du dich schon mal in veganen Foren rumgetrieben? Oh. Schlimm, Foren sind ja überhaupt schlimm, finde ich. Also, obwohl ich immer mal reingucke, weil man lernt auch ab und zu mal was, aber es ist schwierig. Und ich mache auch selten mit, weil ich die Etikette irgendwie nicht kann. Ich schreibe dann mal irgendwas und schon trete ich irgendwo rein. Dann sind sie alle sauer auf mich und dann mache ich nicht mehr mit. Ja, ist so. Leichenpflaster, Fettnäpfchen pflastern seinen Weg. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Veganer sind ja alle Tierliebhaber. Und ich ja nicht. Also ich meine, ich habe nichts gegen Tiere, aber ich, naja, bin da zu urban zu mit dem vielen Getier. Ja, ja. Aber ein andermal, wir wollen heute, glaube ich, mal über Fahrräder sprechen. Genau, ja. Oh, wir können ja mit meinem neuen Fahrrad anfangen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal angekündigt. Hast du schon erwähnt, ja, ja. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass es, dass ich relativ zufrieden bin. Das handelt sich um ein Bergamont. Boah, guck mal, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ein Trekkingrad. Es ist grau. Und hat graue Aufkleber drauf, die man kaum sieht, weiß schon. So, also es ist matt. Das war mal modern, oder? Ja, ja, es ist ein 2012er Modell und ich habe aus Sachzwänge haben mich dazu gebracht, mir ein Zweirad zu kaufen, weil eine Fahrradtour mal wieder anstand und geplant war eigentlich ein Stück mit der Bahn zu fahren. Naja, und das geht halt mit meinem Dreirad nicht. Mhm. Na, ja, ja, kommt man nicht rein. Ansonsten ist ja eigentlich das Dreirad spitze für Touren, weil man das Gepäck der ganzen Familie reinladen kann. Das ist Dreirad, ja, ja. Ja. Und dann war ich beim Fahrradladen und hab gefragt, wie schaut's denn aus? So ein Trekkingrad, so mit ein paar Gängen, so einigermaßen leicht und nicht so hässlich, gibt sowas? Und dann, nee, ich habe angerufen und dann hat er gemeint, ja, da hat er zwei da. Und das sind 2012er Modelle und die könnten mir passen, also zu meiner Größe. Na, dann bin ich hin und hab zwei Probe gefahren und eins genommen. Das hat 450 Euro gekostet. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erzählt, ne? Aber diesmal kann ich zumindest, ja, hat eine Alivio-Schaltung. Also ist relativ gut ausgestattet. Also Kettenschaltung hatte ich ja auch schon länger nicht mehr jetzt. Relativ gut ausgestattet und ja, Licht und alles dran. Davon bin ich ja ganz begeistert, von dem super Licht, was da drin ist. Ja, und da haben wir eine Fahrradtour mitgemacht. Die ganze Familie. Ach so, und ich habe mir noch einen Satz Ortlieb Backroller Classic dazu gekauft. Mhm, in Schwarz. Und nur Classic, weil was anderes geht gar nicht. Ne? Und die haben schon mittlerweile zu viel Zeug dran. Früher waren sie einfacher aufgebaut. Aber egal, die funktionieren gut. Und dann haben wir eine Tour gemacht. Und die ging über... Wo habe ich es denn? Weil wir vorhaben, mehr Touren mit den Kindern zu machen. Die sind ja jetzt schon fast 8 und 11, ne? Und da kann man denen schon was zumuten. Ja, ja. Und Italien oder so. Ja, ne? Na, Belgien haben wir geplant jetzt in 2 Wochen. Allerdings, also haben wir vor, aber noch nichts geplant. Und zum Test sind wir 40 Kilometer rund um Köln gefahren. Mhm. Und wir waren 8 Stunden unterwegs.
Kinder ohne Murren, mit Spaß gehabt. Und wir haben ein Buch, das kann ich nur empfehlen. Den Link gibt es vielleicht auch noch in den Shownotes dazu. Das heißt, mit dem Fahrrad rund um Köln. Das hat ein schönes Format, so ein Ringbuch, Querformat. Und das Beste ist, dass die Touren auf der Website des Verlages als GPX-Datei zum Download zu haben sind. Mhm. Und die sind wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Kaum, also in, na, eine Tour sind wir schon mal gefahren, die war nicht so doll. Da musste man häufiger die Autobahn queren und ist ansonsten so an Bundesstraßen entlang gefahren. Auf Radwegen, aber trotzdem nervig, wenn nebenbei die Autos vorbeifahren. Und die war aber echt klasse, die letzte. Wir haben einen Park entdeckt in Köln, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist der Schlosspark Stammheim. Stammheim? Stammheim, jawohl. Stammheim ist doch hier. Ja, gibt es in Stuttgart auch, ja. aber das heißt, das ist in Mülheim, Mülheim-Stammheim, und so heißt der Schlosspark. Und da ist, das ist ein Skulpturenpark, und ich weiß nicht, ob du den Skulpturenpark, den bekannten in Köln, kennst. Na, der ist halt, also es gibt einen bekannten Skulpturenpark in Köln, den ich doof finde. Da stehen ganz tolle Skulpturen wohl rum und irgendwie bekannt, aber eigentlich ist es nur ein großes Stück Gras unterhalb der Zoobrücke. Kann man da mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durchfahren? Nee, kann man nicht, da muss man durchlaufen. Ich glaube Fahrrad vielleicht, aber ja, keine Bäume dort und gar nichts. Und dieser Schlosspark ist ein alter Park mit riesen Platanen drin und Buchen, und da stehen schöne Skulpturen drin. Mhm. Also für jeden, der nach Köln kommt, das ist quasi ein Katzensprung in, also Mülheim, Mülheimer Brücke links runter, noch 2 Kilometer zu Fuß ist man dort. Ja, und dann sind wir noch bis nach, Richtung Düsseldorf gefahren und so. Ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls Spitzenradtour. Und also 40 Kilometer packen die Kinder jetzt. Mhm, nicht schlecht. Als Tagestour. Muss man ihnen immer Essen geben rechtzeitig. Ach so, genau. Das war das Problem. Wir haben nämlich... wir haben den ganzen Tag vorher haben wir es aufgeschoben, einkaufen zu gehen. Und dann haben wir es vergessen. Na, dann standen wir am Sonntag früh da und hatten nichts. Dann haben wir irgendwie noch eine große Tüte Laugenbrezen mitgenommen. Aber das war echt zu wenig. Ne? Und bis wir dann endlich um 2:30 bei unserer... beim Biergarten angekommen sind, wo, den wir geplant hatten, quasi als für die Jause. Für die Jause. Da war es echt schon eng. Zwischendurch ist der Johannes schon vom Fahrrad gefallen. Boff. Schwäche. Was vielleicht teilweise was mit der Schwäche zu tun hatte. Aber ja, dann ging es wieder. Also ganz wichtig, Müsli-Riegel und sowas dabei haben. Lauter so Zeug, was man einfach reinstopfen kann. Weiß ja eigentlich jeder Radfahrer, ne? Ja. Okay. Ja. Was, so viel gibt's dazu. Vielleicht sollten wir gleich dann mit unserer gemeinsamen Tour weitermachen. Gemeinsame Tour, meinst du Spezi oder was? Ja, da waren wir doch gemeinsam. Ja, also wir waren natürlich, wir hatten fast alle Familien dabei, was es nicht einfacher macht. Dann. Das stimmt. Ach, übrigens bei der Gelegenheit kann der geneigte Hörer die unsere Facebook-Seite aufmachen. Da sind 8 Fotos von mir. Ja, ich müsste auch noch ein paar drauf tun. Von der Spezi dort, und es sind nicht unbedingt, es sind ein paar, ja,
am besten gefällt mir der Kreisverkehr. Jedenfalls sind da also ein paar Fotos von der Spezi und den Rest kann man ja noch erklären, ne? Ja, ich mache da auch noch ein paar Fotos von der Spezi, muss man gucken. Also es wird viel, die finden von Kinderhüpfen und so tue ich nicht rauf. Also ein Thema, nämlich Kinder und Fahrradmessen oder auch Ehefrauen und Fahrradmessen. Ehefrauen, Kinder und Fahrradmessen. Also wenn man wirklich was reisen will auf einer Messe, dann vielleicht am besten ohne Familie. Was denkst du? Ja, kann ich so unterschreiben, ja. Ja. Also die Spezi empfehle ich ja gern als Familienmesse. Und das unterschreibe ich auch, um jetzt dein Wort nochmal aufzugreifen. Aber wenn man es halt als Familienmesse benutzt und vielleicht auch noch die Anschlusszeiten bei den Zügen zu knapp wählt, dann bleibt halt nicht viel Zeit zwischen Essen, Hüpfburg und sonst was. Und ich will nicht in eine Halle und so. Und naja, also. Du Rotzlöffel, du kommst mit. Naja, gut, rechts und links und Baggenau, klar, dann geht's. Aber dann ist dieses heulende Elend durchgezogen durch die Messe. Nee, Quatsch. Hier, der Hörer weiß das hier, dass wir unsere Kinder nicht schlagen. Außer es muss halt wirklich sein. Nee. Aber vielleicht waren ja, also ich habe extra vor der Spezi noch Aufkleber machen lassen und die von den Kindern verteilen lassen. Das heißt, willkommen neue Hörer, falls ich durch die Verteilaktion neue gewonnen habe. Das wär ja dann in der Pfalz, oder? Auch wenn dort irgendjemand das sofort loskleben, denn wir dürfen es ja nicht an Ampeln kleben. Nein, die haben sie verteilt und ich habe halt so an ein paar strategisch günstige Orte habe ich kleine Häufchen mit Aufklebern gelegt. Ja. Und vielleicht hat sie, also ein paar Leute haben welche mitgenommen, von daher vielleicht hört jetzt auch der ein oder andere Neue zu. Neuhörer. Jawohl. Genau. Tja, ach, ich weiß nicht. Was kannst du sagen? Was? Die Spezi, also an sich ja alle Jahre wieder. Mhm. Echte Revolutionen. Man wartet ja schon so, sage ich mal, so wie es Oliver Kahn tun würde, auf endlich mal ein Velomobil, das wirklich gut aussieht und wirklich gut fährt. Wartet man da drauf? Weiß ich nicht, würde jedenfalls passen. Also, ja. Oder eins war ja da. Ne? Wir haben ja einen gesehen, in Pole oder Tscheche, wo waren die her? Da muss ich die Bilder noch reinstellen dazu. Mein Sohn war sehr begeistert. Ja. Hast du da Bilder gemacht? Ja, ich habe welche gemacht. Warte mal, ich habe die Visitenkarte hier vom Laszlo Novák aus Ungarn. Ungarn, ja. Das Ding sah gar nicht so schlecht aus, war leider kaputt, weil es hat sich ein schwerer Mann reingesetzt mit Schwung und es ist etwas gewichtoptimierter Sitz. Da hat er gemotzt, der Laszlo. Ja, hat er ganz gut gemotzt, aber so ist Leben. Also. Das ja. Stimmt, das sah putzig aus. Ich glaube, ich hatte irgendwann vor einiger Zeit mal so eine kleine, irgendwie so ein Kickstarter-Projekt da aus USA. Da gab es auch so ein kleines. Das sah aber nicht putzig aus, das sah scheiße aus auf ja, Deutsch. Ja, war aber vom Format her so ähnlich, ja. Von der Größe her. Und hatte das drei Räder eigentlich? Also das hatte drei Räder, das der Einfachkeit halber, aber zumindest an der richtigen Stelle. Genau, also hinten eins. Ja, also es gibt schon, also mit den richtigen Stellen ist es so, also ich werde da paar Links noch reinstellen, da ist zum Beispiel auch ein Rad, das ich nicht verstehe, warum das so ist. Also manche Sachen
die muss man nicht verstehen, die muss man endlich einfach so hinnehmen. Und mit den Dreirädern ist es so, also Liegeräder sind ja nicht so, da spreche ich da dir auch irgendwie aus dem Herzen, nicht so unser Ding als Eigentum oder so. Ne? Aber mit Dreirädern, da machen sie wenigstens Spaß. Ja, das stimmt. Und mein Sohn zum Beispiel, in Deutschland haben sich ja Big Wheels nicht durchgesetzt, die man aus jeder amerikanischen Sendung oder wer wie wir an dem US-Armee-Standort aufgewachsen ist, aus den Housing Areas kennt, also diese Dreiräder mit vorne einem großen Rad und hinten zwei kleinen, wo so Fransen auch vom Lenker runterhängen. Die findet ja mein Sohn extrem cool und fährt gern damit. Und die hatten sowas auch als Liegerad für Kinder mit Knicklenkung und hat sehr gut funktioniert. Er will sowas. Ja, wobei er will sehr viel, wie vielleicht die ein oder anderen Eltern wissen, so was an Kinder der Kasse im Supermarkt wollen. Ich will aber, aber er weint noch nicht. Also, dieses Ding war wirklich nicht schlecht. Und sonst auf der Spezi, ja, die Lastenräder natürlich. Die Spezi hatte dieses Mal das erste Mal seit 100 Jahren schlechtes Wetter. Das stimmt. Das war wirklich bitter, weil sonst ist das wirklich ein Garant für Sonnenschein, die Spezi. Also hingehen, Sonne, wohlfühlen und so, wie es halt so heißt. Und dieses Jahr einfach nur Kackwetter. Wir waren am Sonntag dort, da ging es noch einigermaßen, da hat es wenigstens nicht geregnet. Aber Samstag, da war so ein Lastenradrennen und da hat es wohl wirklich geschüttet auch. Naja, schade, aber so ist es halt mit dem Wetter. Okay. Neuigkeitenpotenzial nicht so hoch, muss man ehrlich sagen. Außer ganz, ein paar hübsche Sachen zwischendurch. Ganz bunte, weil du vorhin Licht angesprochen hast, ganz, ganz bunt eloxierte Schmitz-Dynamos, also Sonnen, Schmitz-Original-Nabendynamo und auch Leuchten. Ich muss ja vergessen, eine zu bestellen, weil ich brauche eine. Ich bin ja begeistert von gutem Licht, wie du ja jetzt auch. Ne? Ja, das ist gutes Licht bei Nacht ist ein Traum, sogar in der Stadt. Also man findet ja in der Stadt kaum dunkle Ecken, aber wenn es doch mal dunkel wird und man hat dann gutes Licht, das ist schon cool. Mhm. Genau, die, während du an den rumgefingert hast, habe ich da das... Du warst bei Turn, glaube ich, kann das sein? Ja, genau, ja, die haben da neues 24er Rad vorgestellt, also so richtig neu war das nicht und tatsächlich kennt man die ja auch schon von Dahon, oder? Ja, ja. Trotzdem sind sie cool, also schöne neue Farben und so vom Design her macht das Turn gut, finde ich. Ganz gut, vielleicht stacheln die sich auch gegenseitig jetzt ein bisschen an, Turn und Dahon, dass sich da was tut, weil Dahon als unangefochtener Marktführer bisher bei den Falträdern bekommt jetzt einfach massiv Konkurrenz. Ja. Ja, und so ein kürzlich hat mich jemand gefragt nach einem Fahrrad für die Stadt. Er ist bereit, ungefähr 1200 Euro auszugeben, möchte ein Fahrrad, das er auch mitnehmen kann im Kofferraum und mit dem er schön in der Stadt fahren kann und an dem alles dran ist, Licht und so. Dann habe ich ihm das Turn empfohlen, das 24er. Mal sehen, was er macht. Er kommt demnächst nochmal auf mich zu. Ah ja. Bin ich mal gespannt. Also irgendwie hat sich die Mail so angehört, als wäre er ein bisschen enttäuscht von meiner Empfehlung gewesen. Was hattest du von dem Turn? Von dem Turn, ja. Ja, was hat er erwartet?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also ich muss ihn mal fragen, also sein Rad ist geklaut worden. Ich muss ihn mal fragen, was es für eins war. Das hat er mir nicht verraten. All singing or all dancing? Ja, vielleicht. With a cherry on top? Nee, es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, wenn man dann so erzählt und so, und dann steht man vielleicht auch etwas ernüchtert vor dem Ding. Nee, er hat sich es noch gar nicht angeguckt, aber wahrscheinlich hat er eins mit vielleicht doch großen Rädern erwartet oder so, keine Ahnung. Ich halte dich auf dem Laufenden. Jetzt müssen wir aber mal weitermachen, genau, und dann nach Turn, wir waren ja, da hatten wir echt, wir haben uns ja dann immer so eine Viertelstunde erbeten, um jetzt mal rumzugucken, und dann habe ich noch das, also meiner Meinung nach, beste Fahrzeug auf der Messe gesehen, nämlich das W-Leon Dreirad. Auch wenn wir, glaube ich, beide mit dem Namen nicht so ganz zufrieden sind, aber man gewöhnt sich an alles. Ja, hört sich an wie ein großer Energieversorger oder sowas. Sieht aber besser aus. Ja. Auf jeden Fall ist das ein, das ist eigentlich so ein Fahrrad, wie ich schon lang gerne hätte. Es ist ein, also das gibt's online und man kann es auch schon bestellen und kaufen und fahren. Und wleon.de, also mit V, W-L-E-O-N.de, kommt aus Berlin. Und das hat also, wie sich's gehört, hinten ein Rad und vorne zwei. Und für Leute, die vielleicht schon mal aktuelle Motorroller beobachtet haben, das ist so ähnlich wie so ein Piaggio MP3-Roller. Das heißt, die Vorderräder legen sich in die Kurve, wenn man fährt. Ja, ja. Und sie sind auch feststellbar, ne? Genau, also und da das ist auch so. Das heißt, wenn du an die Ampel fährst zum Beispiel, dann drehst den Griff in die Position, ich nenne sie mal X, und dann ist die Seitenneigung arretiert, sodass du einfach stehen bleiben kannst, ohne rumwackeln zu müssen. Und dann kannst du auch noch die Neigung, ich glaube, in zwei Schritten einstellen. Die eine ist so, die begrenzt an einer bestimmten Stelle, und die andere, mit der anderen legt sich das Rad komplett in die Kurve. Ja, ja. Also ich finde ja vom das Konzept, ich mag solche Dinger, und das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, oder nicht Angst, aber was ich gesehen habe, ist der Kindersitz. Da weiß ich nicht, ob ich mein Kind da reinsetzen würde. Ja, also vorne gibt es eine Transportbox dazu, die, weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer, vorne sehr stark abgesenkt ist, sodass man, weiß ich gar nicht. Dass das ganze Obst rauskullert. Genau, ja, dass das Obst rauskullert. Und dann kann man einen Kindersitz reinmachen. Also man kann da kleine Babys reinsetzen mit Schuhe. Wobei ich glaube, da die ja so aus dem Automotive-Bereich kommen, ich glaube, dass sie da, wie heißt es, Isofix-Arretierung dran haben. Steht ja auch Transportbox mit Isofix-Aufnahme. Ja, genau. Und Isofix hält. Aber es sieht ein bisschen fragil aus, sage ich mal so, an dem Fahrrad, an dem offenen Transportmittel. So ein Isofix fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man sein Baby, also Babyschalen zum Beispiel, kann man auch festmachen. Die schweben aber dann irgendwie so scheinbar so ein bisschen in dieser Kiste drin. Ja, weil die Isofix-Arretierung eben, die ist da vorne oben auf der Achsaufnahme, und man kann ja schon mit einem Auto, wo ein Isofix-Kindersitz montiert ist, gegen eine Wand fahren. Das geht ja. Die fahren ja immer gegen die Wand oder haben, was weiß ich, wie viele G, Seitenbelastung und dann noch Side Impact und alles, was halt heute so alles getestet wird. Jetzt ist das aber beim Auto. Und beim Fahrrad, da fehlt halt eigentlich das ganze Auto davor.
wenn man mal wogegen fährt. Und ja, ich meine, man fährt natürlich verantwortungsbewusst, wenn man ein Kind dabei hat, das ist vollkommen klar. Und wenn man so ein Christiania oder so ein Johnny Loco hat und hat da vorne seine Kinder drin hocken, da fährt man anders. Aber es sieht einfach ein bisschen ulkig aus. Ich glaube aber, dass es hält, weil Isofix TÜV geprüft und zertifiziert und alle Crashtests hat und insofern. Passt halt nur eins rein, ne? Also das ganze Ding ist, die Transportbox ist relativ klein. Mhm. Das liegt halt auch daran, dass das Rad relativ schmal ist, aber das macht, also ich bin ja ganz kurz mit hin und her gefahren, aber das macht echt Spaß. Und da das ja, also ich gehe mal davon aus, dass man, also man kann das auch ohne die Box fahren, dann sieht es richtig schnittig aus. Ja, ja. Und man kann es auch mit Elektromotor fahren, dann sieht es scheiße aus. Okay. Nee, es ist so, dass sie da leider ein bisschen die Chance nicht genutzt haben, die sie ja hätten, weil sie haben das Ding wirklich gut gemacht. Also da gibt es gar nichts. Das sieht gut aus, das ist stimmig, es hat schöne Dekore, was es ja. Aber dann einfach so ein Bionics ranzuschnallen, gut, irgendwo, ich meine, der funktioniert wenigstens. Ja, allerdings hat sich, also ja, mit diesem Gepäckträgerprinzip, das ist halt so eine Sache, das passt halt, das funktioniert, sowas kann man, das kann man relativ leicht verbauen und das kann ich auch verstehen. Ja, ja. Also der fährt sich gut. Und das ist eine kleine, junge Firma, ja. Also insofern sind da natürlich auch das Budget begrenzt, wenn man sich die Achsschenkel und alles anguckt und das ganze Ding produzieren sie auch noch zu einem bezahlbaren Preis. Stimmt, ich habe vergessen, was es kostet, aber es war überraschend wenig. Ja, es kostet irgendwie so an die 2000 oder so, kann das sein, oder noch weniger. Haben die eine Preisliste da auf ihrer Dings-Ausstattung? Hast du eine Preisliste gefunden? Nee. Es gibt ein Booklet, vielleicht steht es da drin. Also war das eine Weltpremiere? Ich glaube schon. Echt, meinst? Doch, Velion wird auf der Spezi präsentiert. Also erstmalig Weltpremiere. Okay, 19,90 kostet es. Ja, das ist fair. Es wiegt 21,5 Kilogramm. Ist auch überschaubar. Und man kann das ja umfangreich teilen und sonst wie und auch als Kinderwagen benutzen. Weiß nicht, ob man es wirklich da benutzt, aber es geht. Ja, na, wenn du es hast, machst du es schon. Ich meine, das waren ja die Abenteuer, also abenteuerlichsten Kinderfahrzeuge rum. Also dann kann man sowas auch nehmen. Und man muss ja jetzt nicht das kleine Baby unbedingt mit rumfahren. Aber wenn die dann vielleicht so einigermaßen selbst sitzen können und nicht mehr ganz so weich sind, so mit 3 vielleicht. Weil wenn sie dann ein bisschen größer werden, dann kommt man denen nämlich mit dem Lenker in die Quere. Ach so, du kennst das ja, ne? Ich kenne das. Geht aber auch. Also wenn sie einen Helm aufhaben, dann geht's. Also das ist wirklich ein Spitzenfahrrad, was wirklich beachtenswert ist. Und ja, mit dem kann man vielleicht sogar in die Bahn rein. Also beachtenswert. Sind wir gleich bei beachtenswerten Fahrrädern? Ja, haben wir auf der Spezi noch was gehabt? Ach, eine Sache. So, das ist Bici Pace, oder? Bici Capace. Gab es das auf der Spezi? Ja, die waren da, weil die haben jetzt einen deutschen Importeur. Ah, okay. Nee, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die waren letztes Jahr schon auf der Spezi. Und sah letztes Jahr schon ganz hübsch aus und dieses Jahr waren sie wieder auf der Spezi und haben jetzt einen deutschen Importeur, habe ich glaube ich auch verlinkt, der heißt Velogold. Max Gold hat mal die ereignisärmste Großstadt Deutschlands genannt. Ich kenne Hannover nicht so gut, kann da gar nichts sagen.
auf jeden Fall das Velogold in Hannover und die geben sich Mühe mit alternativen und praktischen Fahrzeugen und Fahrrädern. Und Hipsterbedarf natürlich auch, ist klar. Aber ja, praktische Räder und dieses Bici Carpace ist nach einem Pelikan benannt. Das heißt wohl Bicica oder Carpace oder keine Ahnung. Das kann sich jeder selbst auf der Webseite schlau machen. Es hat auf jeden Fall vorne ähnlich einem großen Pelikanschnabel eine große Tasche dran, wo man eine Menge reinladen kann. Und es ist bezahlbar. Mir ist es eine Nummer zu bunt, aber man kann das konfigurieren. Man kann es auch in einfarbig haben, glaube ich. Also ich habe mir jetzt das Modell Azzurro Uno ausgesucht. Das ist ganz blau. Und da ist vorne ein großer Sack drauf. Das ist nicht schlecht. Ja, sieht cool aus. Also der Sack wirkt etwas selbstgemacht, wenn man ihn so anfasst, weil das fällt dann so alles oben drüber und es ist halt irgendwie so plane und ja, 70, aber es funktioniert. 70 Liter passt da rein. Ja, da passt ganz schön was rein. Da kann man dann ordentliche Nose-Wheelies machen damit. Wobei, ich glaube, das bringt die Bremse nicht. Ja, sieht aber ganz nett aus. Ich sehe auf den Bildern, dass hinten auch quasi zum Fahrer hin kleine Täschchen montiert sind, in die man was reinstecken kann. Ja, Telefonino zum Beispiel oder so. Ja, oder ein Schloss oder sowas. Mhm. Doch, das ist nett, das habe ich übersehen. Ja, ne, man hat ja zu tun. Aber es fängt bei knapp unter 1.000 Euro an. Mhm. Und das ist ein durchaus fairer Preis, da kann man nicht meckern. Okay, dann habe ich mich noch unterhalten mit, wo habe ich es denn stehen? Rolllinks. Ja, müsste eigentlich denn sein. Genau, ich habe den in irgendeiner Halle eine große Ausstellung von Spezialrädern. Und da waren große Papiere mit abgedruckten Pinterest-Fotos und sonstigen gesammelten obskuren Fahrzeugen drauf und dazwischen stand ein Mann und das war Stefan Meyer und der ist aus Bonn und der sammelt alles, was Rollen dran hat. Der hat eine ich habe auch ein Interview mitgemacht, das habe ich aber noch nicht geschnitten, das hört sich ungefähr so an. Und ich sammle halt im ganzen Internet, sammle ich mir die Links zusammen, konzentriere die dann, sortiere die auf meiner Seite nach bestimmten Aspekten, nach Kategorien und man kommt also zu jedem Produkt dann mit einem Klick auf die entsprechende Seite. Genau, und die Seite, auf der man die Fahrräder von A bis Z, von 1 bis X Rädern findet, die heißt rolllinks.info und zwar mit 3L. Und der Stefan nutzt außerdem Pinterest und Pearl Trees. Und bei YouTube gibt's auch noch so, naja, ich nenne sie mal Dia-Shows mit unterschiedlichen Fahrrädern. Aber also wirklich umfassend. Und da sind jetzt teilweise was bei der Musik, bei YouTube, da kann man vielleicht ein bisschen gespalten sein und die gut oder nicht so gut finden. Aber wenn du irgendein Spezialrad suchst, dann findest du die da. Ne? Und dann hat er auch so Strukturbäume aufgezeichnet. Das macht er mit so einem Mindmapping-Tool.
Den Link gebe ich auch weiter, aber wie gesagt, rolllinks.info, und der freut sich auch, wenn man ihm Links schickt. Oder ist ja bei Pinterest auch, und wenn man da zum Beispiel ihm folgt, und das empfehle ich auch, dann kriegt man nämlich mit, wenn er was Neues einstellt in seine Fundstücke. Womit wir bei Pinterest-Fundstücken wären, darf ich da hingehen und mal was erzählen, was ich da noch gefunden habe? Was hast du gefunden? Naja, also zumindest habe ich es bei Pinterest gepostet, weil man da so schön Sachen unterbringen kann. Ich habe nämlich ein riesengroßes Einrad gefunden, mal wieder. Echt? Ja, und wir sind ja noch bei Spezialrädern, dann darf ich das ja da nehmen, oder? Darf ich unterbringen? Ja, ja. Wo ist es denn? Okay, und das ist das, also ich habe zwei Einräder, um genau zu sein. Das eine ist das 36-Inch Ultimate Wheel. Jetzt erkläre ich mal, was ein Ultimate Wheel ist. Das ist ein... Das hat keinen Sattel, oder? Ein Einrad ohne Sattel. Wo ist denn das hier bei den Dingern gerade? Unter welcher Kategorie? Bei Pinterest Fahrradio heißt, also pinterest.com/... Ach so, ist es nicht in unserer Liste jetzt heute da? Doch, da ist es auch drin. Da ist es unter Pinterest Fundstücke Einräder groß. Ah, Isila. Französisch. So, und da gibt es dieses Ultimate Wheel, und das ist ja 36 Zoll groß. Und ja, da fährt einer auf so einer North Shore Mountainbike-Strecke mit. Ach, hier, dieses Ding. Unglaublich. Also es sieht aus wie ein weiß ich nicht, ist ein Gestänge dazwischen, und er hat nur Pedale, die an dem... Bist du dran? Ja. Hörst du mich noch? Hallo? Ja, ich habe gerade einen Film eingeschaltet, das darf ich natürlich nicht. Ah, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay. Also, kann man mal angucken, 36 Zoll, zur Information, selbstverständlich sind wir auch Einrad ohne Sattel gefahren, oder, Thomas? Wenig, aber. Aber es ging, man hat sich nur die Knöchel immer so angehauen, deshalb, also wenn man so auf seinem 20 Zoll Rad mit schleifendem Sattel gefahren ist. Da kann man direkt an den Sattel hin. Ich meine, je größer, desto einfacher ist es natürlich dann, ne? Weil da kann man einfach dran greifen an den Reifen. Ja, genau. Ist ja wild. Und dann bin ich durch ein Wer stellt denn diesen Reifen her, diesen 36 Zoll Reifen? Das weiß ich auch nicht. Weil zum Rennen fahren werden die ja auch benutzt. Ja. Aber na, da wird schon einen Hersteller im Zweifel Kenda oder irgendein taiwanesischer Fahrradhersteller. Es gibt ja immer noch ziemlich viele Reifengrößen, und da gibt es sicher einen, der sowas herstellt. Ja, kann gut sein. Und weil ich, und letzte Woche, nee, wann war es? Letzte Woche war ich in Schweinfurt bei meiner Veranstaltung von SRAM, bei den Urban Days, und da komme ich aber in der nächsten Folge noch genauer drauf. Allerdings war da der ein Designer, der heißt Stefan Augustin. Stefan Augustin. Genau. Und der ist bei
bei BMW als Designer und hat auch vor einiger Zeit, ich glaube 2008, hat er ein Einrad entwickelt für School. Ach, das ist von ihm? Das ist von ihm, ja. Und das heißt Just One und ist, glaube ich, relativ populär. Ja, weil es toll ist. Zu Recht. Das sieht komisch aus, aber das hat gibt es auch auf der Pinterest-Seite von mir zu finden. JUS1 wird es geschrieben, Just One. Und das Tolle an dem Einrad ist, dass sich das quasi endlos in der Höhe verstellen lässt. Und auch ruckzuck, also drum fahren die Dinger auch auf Schulhöfen rum, weil die Sattelstütze also so angebracht ist an der Gabel, also die meisten alle Einräder sind ja eigentlich nur eine Gabel, in der statt einem Lenker ein Sitz festgeschraubt ist. Und deshalb kann man da keine Sattelstütze nehmen, die besonders lang ist, weil die dann auf den Reifen drückt. Und das umgeht dieses Just One, indem es die Sattelstütze einfach quasi wie eine Tangente am Reifen entlang führt. Und so kann man die ja so lang machen, wie man will, und hat immer die richtige Größe eingestellt. Tolle Sache. Ja. Jetzt sehe ich gerade auf seiner Seite, dass der 1998 den BMW Street Carver gemacht hat. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist so ein Skateboard mit großen Rollen. Verdammt schickes Ding gewesen damals. Ja. Wie gesagt, in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, in 2 Wochen ist die wahrscheinlich, gibt es dazu noch mehr. Dann gibt es auch noch mehr zum rotatorischen Schalten, über das ich einiges gelernt habe, und zum translatorischen Schalten. Thomas, kennst du das? Nein, was ist translatorisches Schalten? Das ist... Oder darfst du das nicht sagen? Ist das geheim? Nee, das ist nicht geheim. Also man kann sich das rotatorische Schalten kann man sich zum Beispiel auch einfach ergoogeln und landet dann auf einem Patent von SRAM, von Werner Steuer. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er das Prinzip erfunden hat, aber ein Schaltmechanismus. Ich muss mir das nochmal anhören. Ich habe mich da bei SRAM mit Ingenieuren der unterhalten über die G8-Nabe, die neue, und die ist rotatorisch geschaltet, und das darf ich auch sagen. Ach so, das hat jetzt nichts mit dem Drehgriff zu tun, sondern tatsächlich mit dem Schaltmechanismus in der Nabe. Genau, mit dem Schaltmechanismus. Nicht, dass jetzt einer denkt, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir, rotatorisch, rotieren, drehe ich den Griff, dreht man doch schon immer. Ich meine, die haben es erfunden bei Gripshift. Ja. Und SRAM, muss man da so ein Bohai machen, aber es scheint was anderes zu sein. Ja, und das werde ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, weil ich habe fasziniert gelauscht. So, wie bin ich da drauf gekommen? Keine Ahnung. Okay. Durch die Urban Days und den Augustin. Ach, genau. Aber wenn man schon mal voll abgelenkt ist, dann empfehle ich bei Pinterest noch ein bisschen auf der Fahrradio-Seite zu gucken. Da ist nämlich auch mein Flevo-Bike abgebildet, das ich mal besessen habe. Ein Liegerad mit Knicklenkung, so wie es dein Sohn ausprobiert hat, nur mit 2 Rädern. Ja, mein Sohn trinkt ja auch noch kein Alkohol, und du hast ja mal, glaube ich, schmerzhafte Erfahrungen mit Alkohol und Flevo gemacht, oder? Kann das sein? Nee. Oder fast? Wieso? Wie soll das gewesen sein? Oder du hast es, glaube ich, gemeint, das geht dann nicht irgendwie. Ach so, ja, wenn man betrunken ist, kann man nicht fahren damit. Das geht nicht. Das ist,
Vielleicht ist das es ist eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht wird es deshalb nicht mehr hergestellt. Und auch wenn man nüchtern ist, haut es einen schon mal gern runter. Aber da kann ich ja, das liegt an der Gummifederung, die, naja, federt. Gibt es aber nicht mehr so, oder? Die machen. Nee, gibt es so nicht mehr. Aber ich hab mir auch vorhin nebenbei noch einen Link gebookmarkt. Dann lese ich bei Gelegenheit mal die Geschichte von Flevobike durch. Okay, dann machen wir mal weiter, damit wir heute die Hörer nicht so lang langweilen. Ne? Mhm. Damit es beim nächsten Mal noch was zu erzählen gibt. Und vor allem, weil, ja, das geht ja jetzt im Sommer Schlag auf Schlag, ne? Dann gehen wir mal zu praktischen Dingen wie Schuhen, oder? Ja, von mir aus gerne. Genau, ich habe ja in der letzten Fahrstil-Zeitschrift, die wahrscheinlich alle lesen sowieso, und wenn nicht, dann empfehle ich sie, da ist ja ein 100-seitiger Bericht, glaube ich, oder Artikel über die Geschichte der Marke 510 drin. Also nicht über die Marke, sondern über den Stealth-Gummi. Über den Gummi und über die Fahrradschuhe von 510. Um es kurz zu machen, das 510 haben Kletterschuhe hergestellt. Da kommt ja auch der Name her, so wie ich das da gelernt habe. Ja, das muss ich überlesen. Schwierigkeitsgrad beim Klettern. Ach, genau. Ah, ja. Genau, vom Schwierigkeitsgrad. Und das sind da, die haben halt klebrige Sohlen, ne? Und irgendwann hat mal jemand angefangen, sich solche Sohlen auf seine Mountainbike-Schuhe zu kleben, weil er mit den Vans unzufrieden war. Oder? So, ja. Kurzfassung. Ja. Also gut, mit Vans ist ja ein Schuh, der noch einigermaßen gut funktioniert, aber oder auch andere, ja, aber die es waren wohl eher so Downhiller, denen Vans einfach auch zu weich sind. Genau, die aber keine Klickpedale fahren wollten. Genau. Und mit anderen Schuhen einfach ja unglücklich wurden und oder unglücklich waren und deswegen gedacht habe, der ein oder andere hat vielleicht auch geklettert und diese Klettersohlen für Kletterschuhe aus dem Stealth-Gummi, den 510 entwickelt hat, die kann man als Sohle einzeln kaufen und aufkleben. Und da haben die sich die dann einfach draufgeklebt auf ihre Schuhe. Und ja, so fing das wohl an. Genau, und sind dann mit Plattformpedalen, das ist auch noch wichtig, gefahren. Also ja, mit ja. großen Pedalen, mit kleinen Pins drin. Und die haben sich, und die müssen eine ziemlich enge Verbindung mit dem Gummi dann eingehen. Und da gibt es halt jetzt, es gibt zwei Lager. Es gibt halt die Leute, die mit Klickpedalen fahren und es gibt die anderen, die mit Plattformpedalen fahren und mit Klebesohlen dann auch meistens. Also die sind wohl sehr populär bei Mountainbikern. Ja. Ja, und da habe ich mir mal, und solche will ich mir kaufen. Und kaum erzähle ich das jemandem, also dir oder so habe ich das, glaube ich, erzählt, dann hast du dir auch schon welche geshoppt, oder? Sagt man das so? Ja, wir waren eigentlich unterwegs, um einen Helm zu kaufen für meine Frau und in einem Fahrradladen, der ja Mountainbikes hauptsächlich verkauft und eben auch Downhill und dann sitze ich so da, während sie Helme probiert und sehe, ach, da stehen sie ja, die 510, die gucke ich mir mal an. Und ich hatte zuvor gelesen und habe auch schon mal geguckt und weil ich habe ein bisschen das Problem, dass ich keine Klickpedale besitze mehr. Also ich habe das früher mal gehabt, aber im Moment habe ich keinen Bedarf. Am Fixie habe ich Schlaufen und am BMX-Rad und am Stadtrad, da habe ich halt irgendwelche Plastikplattformpedale. Aber ich habe auch kaputte Gelenke mittlerweile und so Oldschool-Vans, diese dünnen Schlappen, die greifen zwar leidlich, dafür tut es halt weh, wenn man absteigt. Und dann habe ich einen Typen, der da rumgelaufen ist, mal gefragt, wie das so ist und ob man die auch zum BMX-Fahren nehmen kann und ob die taugen. Und
es gibt eben auch jetzt einen. Das Problem an der Sohle ist wohl, und die sind auch profiliert, also es ist kein echtes Problem, es ist in dem Fall ein Luxusproblem, aber für Leute, die springen wollen und irgendwie Freeride machen wollen, ab und zu mal auch die Füße von den Pedalen runter und irgendwelche Moves halt machen, die haben sich beschwert, dass die zu gut sind, zu gut haften. Und dann haben sie ein Stückchen vorne im Ballenbereich das Profil rausgenommen von dem Schuh, also von der Sohle. Die ist da einfach nur glatt. Ja, also, gut, sie sehen auch ziemlich cool aus. Dann dachte ich mir, gut, ich brauche einen neuen Schuh. Sie haben sich gut angefühlt, haben gepasst und sind gedämpft ein bisschen. Und dann dachte ich mir, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und um da auf dieses vegan ist das neue Öko zurückzukommen, sie sind vegan, die Schuhe. Weil das ist ein bisschen so wie bei den, wo hat man es neulich, bei Autos und Fahrrädern, was Marketing angeht und alles und Erfahrung. Mit Leder kennen sich die Leute aus. Das nehmen die einfach, okay, wenn man einen guten Schuh machen will, dann nimmt man Leder. Mhm. Das macht einen irgendjemand und das gibt es sowieso und in allen Farben und in allen Konfigurationen. Und dann mache ich da einen prima Schuh draus. Aber mir geht es manchmal auf den Keks, das Leder auch, weil es brüchig wird. Ich bin kein so ein Pfleger. Ich putze ja auch meine Fahrräder nicht, nur wenn es wirklich notwendig ist. Und auch die Schuhe putze ich schon. Und ich habe ja auch Lederschuhe. Und die putze ich natürlich, dass sie keine Flecken kriegen. Aber so ein Sportschuh, da habe ich echt keinen Bock zum Putzen. Nee, muss nicht sein. Und dann steht er da und ist steif plötzlich und brüchig. Und warum das Ding nicht gleich aus irgendwelchen anderen Materialien herstellen? Naja, ich werde vielleicht, wenn ich dran denke, berichten, wie er sich so verhält. Habe ich ihn als Pick oder so, Reiners? Man wird es in den Shownotes sehen. Das ist nämlich, der hat einen Namen, der Schuh. Freeride heißt der. Freeride heißt der, ja. Also, ich weiß nicht, wie es kommt. Danny McAskill fährt auch so einen Schuh. Viele kennen den ja. Und Danny McAskill fährt auch und ist, naja, er fährt den Schuh natürlich nicht nur wahrscheinlich, weil er top ist, sondern weil er auch den Schuh so bekommt. Und bei den Pockhelmen ist es möglicherweise genauso. Habe ich die Pockhelme da rein? Also, weil die sind mal richtig cool auch. Auf jeden Fall war ich ja mit meiner Frau nach Helm gucken. Du musst nur ein bisschen hinmachen, weil ich möchte noch gerne über den deutschen Fahrradpreis erzählen. Ach so, okay. Also, nämlich nur kurz zu den Helmen. Männer wissen es, Frauen auch, Helme kaufen ist nicht so einfach, weil oft sieht dieses Ding halt blöd aus. Oder passt nicht, oder beides. Oder es ist unglaublich teuer. Es ist so, ich persönlich habe ja immer noch einen ProTec-Helm, der kostet im Laden knappe 30 Euro. Passt und sieht cool aus, ist natürlich nicht das Beste, weder was die Belüftung angeht, noch den tatsächlichen Kopfschutz und alles, aber er ist leidlich bequem. Richtig coole Helme machen diese Schweden, die mit Snowboard-Sachen angefangen haben und hab die nicht so richtig verfolgt, weil ich fahre zwar hin und wieder Snowboard, habe auch einen Helm, kein von Pock, aber ich habe es nicht so verfolgt und plötzlich sehe ich diese Dinger und die haben eine riesen Modellpalette mittlerweile an Fahrradhelmen auch, die richtig schön gestaltet sind und die es in schönen Farben gibt. Und ja, billig sind sie nicht, aber sie geben sich auch Mühe wohl. Und
So ein Helm geht nicht kaputt, ein Protec-Helm geht nicht kaputt, der hält ewig. Ne? Keine Ahnung, schützt er da noch? Ich weiß es auch nicht genau. Die sagen ja immer, ja, alle paar Jahre mal einen Helm wechseln, aber vielleicht muss ich das dann mal machen und dann kaufe ich mir wahrscheinlich so einen Pock-Helm. Zum Sport zumindest, weil sonst wird es wohl mal ein Höfting werden irgendwann. Ich glaube, ich habe das als in den Shownotes wird man das sehen. Den Pockhelm. Ja, ich habe gerade noch einen Link reingesetzt. Weil die haben jetzt auch den ersten Rennradhelm gemacht und das ist so ein Zeitfahrhelm und der sieht richtig cool aus. Ja. Wahrscheinlich schwitzt man wie blöd unter dem Ding. Aber die anderen haben viele Löcher drin. Mhm. Ja, die sind toll. Also ich wollte noch über den deutschen Fahrradpreis berichten, der gestern Abend verliehen worden ist in Münster beim dritten nationalen Radverkehrskongress, bei dem ich nicht dort war. Ich hatte es ursprünglich vor, das hat aber zeitlich nicht hingehauen. Ich hatte zu tun, aber vielleicht, also ich habe von ein oder zwei Leute waren dort, die vielleicht mal berichten können. Mal sehen, die haue ich mal an. Vielleicht meldet sich jemand mal im Podcast. Und ja, wir sind leider nicht, wir haben leider keinen Preis gewonnen, weil voll die doofen Projekte die Hauptpreise gewonnen haben. Na? Ist doch so, alle doofer als wir. Gut, bei dem einen da, naja, also ich sag mal, wer gewonnen hat. Also es sind in drei ich finde es aber gut, dass der Preis verliehen wird. Und deswegen habe ich ja auch mitgemacht. Und naja, die Jury war halt, fand halt andere Sachen besser. Na? Du bist auch nicht traurig, oder Thomas? Nö. Okay. Das Kissen wird halt wieder nass. Also jedenfalls gab es drei Kategorien. Das ist Freizeittourismus, dann gab es Alltagsmobilität, in der Kategorie haben wir uns beworben und dann gab es die fahrradfreundlichste Persönlichkeit. Das kennt man ja. Ich glaube, letztes Jahr war das Wiegald Boning. Kann das sein? Könnte sein, Michaela May ist es dieses Jahr. Ne? Genau. Ah, du hast es schon gehört. Dieses Jahr ist es Michaela May. Eine Schauspielerin, die mich schon lang begleitet. Wenn man aus Bayern kommt, dann kennt man die, ne? Ja. Ich mag die auch. Also die. Mal mehr, mal weniger, ja. Aber die hat, ja. Die hatte irgendwie, also was ich am besten fand, da gab es so ein. Was war denn das? So das, was immer alternativ zum Tatort kommt. Polizeiruf ja. Aus München oder so, mit dem Edgar Selge zusammen. Mm-hmm. Da war sie echt gut. Und ja, ansonsten, die Laudatorin meinte, und ja, damit hat sie schon recht, dass es gut ist, wenn bekannte Persönlichkeiten Fahrrad fahren, damit man sieht, dass das ganz normaler Teil des Lebens ist. Und was sie anscheinend, also die fährt in München immer mit dem Rad und gut, da kann man, glaube ich, da ist es auch ganz schlau, mit dem Rad zu fahren. Ne? Ja. Und München ist flach. Genau. Und wenn sie unterwegs ist, auf Tournee oder sonst irgendwo spielt, dann erkundet sie die Spielorte gern mit dem Leih- oder Faltrad. So wie David Byrne zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Ja, also. Da erfährt man nochmal Neues über die Promis. Ja, da siehst du mal, ne? So, Kategorie Freizeittourismus, irgendwas. Da wäre ich wahrscheinlich nicht hin, und zwar zu einem Fahrradkonzert im Rahmen der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci. Das klingt sperrig. Ja, das bringt nämlich, pass auf, überzeugte Radfahrer von klassischer Musik und passionierte Klassikfans. Nee, also es
Es soll überzeugte Radfahrer für klassische Musik und passionierte Klassikfans für das Radfahren begeistern. Sitzt man da dann in was ist das, die Men in Lycra sitzen dann da und hören eine Violinistin zu, vielleicht einer japanischen oder irgendeinem Garrett-Fuzzi oder ernsthafte Musik und man sitzt und man klingelt mit dem Fahrrad Applaus. Also ja. Ich mag klassische Musik und ich mag Fahrräder, aber da kann er auch gleich zu einer Fahrradtaufe gehen oder Weihe oder so. Gibt es auch in Bayern natürlich. Ne? Ja, also jedenfalls hat sich dieses Konzept gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt. So, da bin ich wieder. Das hört sich gleich anders an. Wir sind jetzt aufs Telefon umgestiegen. Das heißt, Thomas ist am Telefon und ich bin immer noch an Skype. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte dir erklären, was noch mit nominiert war, oder? Ja, genau. Ich probiere gerade wieder. Also es ist so, dass mein Rechner gerade irgendwie abgekackt ist. Ich muss da mal ran. Also ich habe nämlich keinen Speicher mehr. Und irgendwas wollte er schaffen, der Rechner. Und dann hat er alles in Pause geschickt. Ah, unter anderem Skype. Naja. Okay, aber das kannst du ja später fertig machen. Ne? Wir machen das jetzt noch zu Ende. Genau, und in der Kategorie Alltagsmobilität wurde die Markierung eines Schutzstreifens in der Soester Jakobistraße mit 5.000 Euro prämiert. Das klingt sperrig und ist natürlich auch irgendwie langweilig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass das gemacht wird. Ne? Schutzstreifen auf der Straße ist okay. Und vor allem in Anbetracht der knappen finanziellen Mittel hat der Laudator gesagt. In Soest ist da das Geld so knapp. Ja, woanders auch, oder? Ja, ja. Und also das sind die uns quasi rausgeschmissen haben. Naja, nicht ganz. Also da gab es zum Beispiel auch Fahrradtiefgaragen in Mehrfamilienhäusern in der nicht unumstrittenen autofreien Siedlung in Köln-Nippes. Die waren nominiert auch, haben aber den Preis nicht gewonnen. Und dann gab es noch einen Fotowettbewerb und den hat in der Profikategorie Till Gläser von wearetraffic.de gewonnen. Das kennst du vielleicht, oder? Ach, der ein Buch gemacht hat. Genau. Ja, das finde ich gut. Ja, bei Fahrradgaragen, Fahrradtiefgaragen, das Fahrrad ist ja immer noch da ein bisschen Stiefkind, was die Garagierung angeht. Und je elektrifizierter sie werden, desto mehr überlegen sich die Leute, Mensch, kann man das nicht irgendwo abstellen, das Rad. Ja, genau. Also, und deswegen ist es schon gut, dass es da Abstellplätze gibt, die wie man es quasi von seinem Auto auch kennt. Ja, aber es ist eben so ist es eben noch nicht. Und ich hatte neulich, kann ich vielleicht mal kurz erzählen, wir sind es gibt hier in Stuttgart ein Projekt, da wird ein Krankenhaus und auf dem Gelände soll, was dann mitten in der Stadt ist, und es ist ja selten, dass mitten in der Stadt mal Gelände frei wird, da sollen Wohnungen gebaut werden. Mhm. Und auch Baugemeinschaften sollen da bauen dürfen, also soll ein bisschen moderner, progressiver werden und auch ökologisch einigermaßen. Und da gibt es auch schon einen Entwurf, der prämiert ist, von dem man halten kann, was man will. Aber da war neulich dann so ein Workshop, wo dann eben auch Bürger befragt werden, was sie denn haben wollen und wie sie sich das vorstellen können. Und dann, also massiv, also das ist alles voll Tiefgaragen und Parkplätzen rundum. Mhm. Und dann heißt jemand, wo stellt man denn die Fahrräder hin, wenn es hier immer holländische Verhältnisse gibt? Da hat sich, da war der Düsseldorfer Architekt, zu deiner Information, etwas überrascht über die Frage, weil es gibt ja Parkkeller und so. Und,
Es wird wirklich nicht geplant. Also in Holland, ich habe neulich so einen Bericht auf Arte gesehen und bin ja leider viel zu wenig in Holland und im Ausland und in der ganzen Welt unterwegs und alles zu sehen. Aber je mehr Fahrräder, desto schwieriger wird es natürlich, die vernünftig unterzubringen. Klar. Und man will aber auch nicht sein Fahrrad irgendwo dauernd immer nur an Laternenpfähle festbinden oder sonst wie. Und dann hatte ich gesagt, ja, und dann hat er eben gesagt, ja, und hier, da geht es dann halt da diese Tür rein und da hinten, da sind dann die Abstellräume. Aber das will ich nicht. Ich will reinfahren und will das abstellen und will vielleicht auch noch einen Strom haben. Naja, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ah ja, und macht ihr da mit oder machst du da mit? Ja, wir sind in so einer Baugemeinschaft mit dabei, was auch immer daraus wird. Aber es ist nicht einfach. Und aber man lernt auch dadurch auch Meinungen und Prioritäten, was denn die Leute wollen. Aber ich war positiv überrascht, dass also viele Leute tatsächlich gegen Autos sind. Da, also nicht gegen Autos per se, sondern einfach ja zum Wohnen, weil man braucht Autos nicht zum Wohnen. Mhm. Die können da wegbleiben und man braucht die auch nicht zum Durchfahren. Also, Straßen gibt es genug hier. Können da woanders langfahren. Die Autos. Schon süß eigentlich, weil da sitzen ja immer Leute drin. Ja, ja, klar. Also, die eigentlich diskriminieren. Ne? Nee, das stimmt aber nicht ganz, weil in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man Autos nicht braucht, dass man, also, ja, dass ja. Die Leute nicht mit den Autos da durchfahren müssen. Also, das passt schon. Übrigens habe ich, na, das mache ich beim nächsten Mal. Wo waren wir stehen geblieben? Also wir hatten ein veganes Schuh und also ich hätte noch Spätchen, ja ich der Spätchen sind wir durch, genau. Fahrradpreis. Du warst beim Fahrradpreis. Ich war beim Fahrradpreis. Damit bin ich aber durch eigentlich und würde jetzt noch einen Termin ankündigen. Wir haben ja auf der Seite auch die Termine fahrrad.io/Termine. Und da steht auch der Termin fahrrad.io. Ich muss da nochmal nachlesen. Das IXS Dirt Masters Festival. Und zwar dieses Wochenende in Winterberg. Und weil ich da noch nie war und ja, ich glaube, das erzähle ich in jeder Sendung, dass ich vorhabe, ehrlich mal demnächst mal wieder Mountainbiken auszuprobieren. Und das ist quasi nach 20 Jahren oder so wieder, komme ich quasi zurück. Und deswegen habe ich beschlossen, da mal hinzufahren und zwar am Sonntag wahrscheinlich. Wie weit ist das weg von euch? Das ist 100 Kilometer oder so. Mhm. Also nicht so weit. Da gibt es auch eine Website, dirtmastersfestival.de, und da ist auch gleichzeitig der erste Lauf zur Mountainbike, zum German Downhill Cup. Der wird von der UCI auch veranstaltet. Das ist ein offizielles Mountainbike-Downhill-Rennen mit Qualifikation für Weltmeisterschaften und alles. Und Qualifikation für die X-Games in München. Hast du schon mitbekommen? In Juni, glaube ich, oder? Ja. Ja, ich habe ein Plakat gesehen. Ich war doch neulich auf der Make und da hing in München Plakate rum. Ah, ja. Danny McEskill kommt auch und ich weiß nicht, was sonst noch für Stars kommen. Und dann wurde mir empfohlen, am Sonntag zum Red Bull Berg, wie heißt es, Berg Line oder so zu gehen. Also es ist eine große, eine Dirt-Strecke, auf der dann die besten Fahrer der Welt Sachen machen. Wie heißt's? Berg Berglein.
So heißt ja, das. Ich hab da was gelesen. Ja. Und ja, das sieht ziemlich cool aus. Und also es muss für Zuschauer ganz schön sein dort auch, ne? Also man kann auf dem Gelände, da gibt es verschiedene Strecken und da kann man überall prima zugucken. Und ja, da werde ich mal hingehen nächsten Sonntag. Oder also diesen Sonntag. Mit oder ohne Familie? Mit Kindern wahrscheinlich. So, ja, das war's eigentlich, ne? Haben wir noch Picks? Ich habe keinen direkten Pick, aber ich habe ja dieses, wir haben ja schon mal über die Elektrokatze gesprochen, glaube ich. Ne? Ah, okay. Dieses wirklich hübsche Rad, ob man es braucht oder nicht. Also es ist irgendwie ein Deutscher und eine Kanadierin, die in Japan, China oder Hongkong oder sonst wo leben, ich glaube in Japan oder Hongkong, und da verschiedene Kunstprojekte machen und die sich ein Fahrrad gebaut haben. Also ich glaube eher, der Deutsche in Mannheim studiert wohl. Und dieses Fahrrad sieht cool aus. Und fährt wahrscheinlich auch ganz gut. Jetzt sehe ich gerade, wenn ich da drauf gehe, dann funktioniert der Link nicht, aber es ist ja, es ist 20 Zoll und es ist, die haben das in, sie wollen es auch verkaufen vielleicht, also tatsächlich irgendwie in einer kleinen Serie auflegen. Bin mal gespannt, ob das klappt. Und auf jeden Fall, das ist was für Leute, die ja einfach mal interessante Fahrräder sehen wollen. Und es hat eine tolle Gabel. Also das Konzept ist schön von dem Rad. Cool, und, ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, also es ist einfach, ich bemängle ja oft, dass man einfach irgendwie ein Konzept oder ein Fahrrad nimmt und irgendwelche Sachen ranschraubt, die es eh schon gibt. Und ja. Das ist, die Gabel ist sehr hübsch. Also einfach auch, es ist gestaltet, von vorne bis nach hinten. Mhm. Bis auf die Ausfallenden vielleicht. Da hat es dann aufgehört. Aber es ist einfach gestaltet, nicht unbedingt das leichteste Fahrrad wahrscheinlich, aber einfach ein schönes Rad. Und wie war denn das? Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall stimmt natürlich, dass Design sich eventuell auch im Gewicht niederschlägt. Aber bei einem Stadtrad, Urbanrad, wie auch immer, da kann man auch mit ein paar Gramm mehr leben. Wenn man Sport treibt oder sowas, dann kauft man sich irgendwie einen 600 Gramm schweren Carbon-Kram. Das ist in Ordnung. Aber, und er sieht dann so aus, wie er aussieht in seiner Notwendigkeit. Aber wenn man doch irgendwie mal was Cooles haben will, dann wiegt es halt einfach mal ein Kilo mehr. Sei es drum. Spitzenpick, und das kann man aber noch nicht kaufen, oder? Oder kann man nicht kaufen? Nicht, dass ich wüsste, ja. Man kann es nachbauen. Man kann es nachbauen. Wenn man möchte, klar, ja. Keine Ahnung. Also, das Colossi hat es ja gebaut. Ich glaube, wir hatten schon mal über Colossi gesprochen. Das ist eine Firma, die in China aufgebaut hat, die für andere Hersteller auch bauen, die ihre eigenen unter ihrem Namen Colossi bauen, aber zum Beispiel für Stein, wenn die jemand kennt, Stein Cycles ist eine Firma, die sehr elegante Räder produziert oder zumindest produzierte. Ich weiß nicht, ob es noch gibt so in der Form, und die auch für deutsche Hersteller baut. Also für Markenhersteller höherwertige Räder werden dort produziert. Jeder weiß ja, dass nicht jeder, der ein Fahrrad entwickelt, die auch alle
komplett selbst produzieren kann. Das ist eine Illusion. Also es gibt Hersteller in China, in Taiwan oder sonst wo, je nach Preiskategorie, die einfach da die Möglichkeiten dazu haben. Und dort wird es dann produziert. Und Colossi ist ein kleinerer davon, der aber eben, weil Jan Kolle, der Gründer, der wollte einfach den italienischen Rahmenbau quasi erhalten. Mhm. Da kann man sich für größere Stückzahlen auch ofenlos gelötete Rahmen bauen lassen. Die können das. Die haben Leute, die das können. Mit Silberlot und mit Messingloten können die umgehen. Also die können Edelstahl löten, die können Stahl löten, die können schweißen, die können es biegen. Und kostet vielleicht ein paar Euro mehr, als wenn man zu einem anderen Hersteller geht. Aber wer sich die Elektrokatze anguckt, der sieht schon, dass es gut gemacht ist. Cool. Ja, da, naja gut, mein Pick ist relativ einfach. Das ist die Levi's Commuter Trucker Jacket. Das ist eine Jeansjacke von Levi's. Haben wahrscheinlich viele zu Hause hängen irgendwo. Hast du eine Jeansjacke? Ja, aber das Blöde an den Jeansjacken ist, dass die immer dunkler bleiben als die Hosen. Ah ja. Dann passt sie mir irgendwie nicht zusammen. Naja, es ist, also bei meiner ist es so, dass die sowieso, also die, ich habe keine Levi's Hose dazu, weil ich habe mir vor einiger Zeit ja mal eine Levi's Commuter Jeans gekauft und fand die gar nicht bequem. Die Jacke ist bequem und passt auch zu anderen Hosen. Man kann sie auch zu einer beigen Hose zum Beispiel prima anziehen und dann hat man überhaupt kein Problem mit dem Farbunterschied. Ich bin ja mit meiner Muxu-Hose noch sehr zufrieden. Ah, ja. Die Muxu-Fahrradhose, die funktioniert ganz gut. Wenn auch vielleicht sie ein Tick länger sein könnte, aber das ist halt, in den Größen so eine Sache. Also die Truckerjacke ist hinten länger geschnitten und sie hat lange Arme. Die Arme sind so lang, dass man sie schon fast raufkrempeln möchte. Aber sieht gut aus, finde ich. Und dann hat sie eine Belüftung oben, also die hat ja Stretch auch drin, wie die andere, und eine Belüftung so einem Schulter, in der Schultergegend, die ist ganz komisch gemacht, so mit einem Gummizug innen drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das richtig gut funktioniert, aber man sieht so Bemühungen, Luft da raus zu transportieren oder Schweiß. Und sie hat hinten wie Trikottaschen drin, also wie ein Fahrradtrikottaschen hinten drauf, die man aber normal, also die man kaum sieht. Da sind auch so Klappen oben drüber. Fällt kaum auf. Nette Idee. Ja. Noch ein Tipp, unbedingt schnell waschen. Warum? Wird man sonst blau? Unglaublich abfärbt, ja. Aber ansonsten, tolle Jacke. Levi's Commuter Trucker Jacket. Ach so, die ist auch noch mit Nanos behandelt und so Zeug, ne? Und hat noch reflektierende Streifen an einigen Stellen. Also sieht aber dabei echt nicht nach super spezial angepasst aus, sondern ist halt eine funktionale Jacke. Ist cool. Das war mein Tipp. Okay. Okay, dann machen wir Schluss für heute, oder? Genau. Dann sage ich Tschüss. Mein Name war wie immer Hans. Und meine, wie immer, Thomas. So.